Schweizer Konto erben in der Schweiz als Deutscher. Erfahren Sie hier, wie Sie ein Schweizer Konto erben in der Schweiz als Deutscher. Ich zeige Ihnen die häufigsten Fehler, die die Erbengemeinschaft bei Bankguthaben und dessen Auszahlung macht. Deutsche Erben dürfen bei Schweizer Banken das Geld vom Konto eines Verstorbenen abheben ohne Vollmacht. Sie erfahren, wie Sie nach dem Tod des Kontoinhabers das Nachlasskonto umschreiben können, und zwar auf ein neues Schweizer Bankkonto, das auf Ihren Namen lautet. Bleiben Sie dran! Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Ich bin Enzo Caputo, ich bin Schweizer Rechtsanwalt mit über 30 Jahren Erfahrung in der Beratung von internationaler Privatkundschaft. Ich habe als Compliance Officer und Chef der Rechtsabteilung innerhalb der alten UBS-Gruppe gearbeitet. Dann wurde ich CEO des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter ernannt. Heute bin ich Inhaber der Boutique-Anwaltskanzlei Caputo & Partners und der Domain SwissBankingLawyers.com. Hier finden erfolgreiche internationale Geschäftsleute wie Sie Tipps und Lösungen, um das Vermögen bei Schweizer Banken besser zu schützen, mehr Geld zu verdienen und weniger Steuern zu zahlen. We fight for your money. Falsche Vorstellungen über Schweizer Banken sind häufig. Vor allem Ausländer haben gegenüber Schweizer Banken oft falsche Erwartungen. Viele sehen die Bank als Willensvollstreckerin. Die Abwicklung vom Nachlass durch die Bank ist nur bei Übernahme eines Willensvollstreckermandaten seitens der Bank vorgesehen, sonst nicht. Erben meinen oft, die Schweizer Bank fungiere als Richter und beschwichtige Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten unter den Erben. Dem ist nicht so. Entgegen der landläufigen Meinung laufen die Schweizer Banken den Erben nicht hinterher, um das Nachlasskonto umschreiben zu lassen. Die Schweizer Bank übernimmt keine aktive Rolle in der Abwicklung des Nachlasses. Sie ist keine Richterin, die auf die Parteien einwirkt. Was sicher passieren wird, sage ich Ihnen jetzt, unmittelbar nachdem die Bank vom Todesfall erfahren hat, sperrt die Bank das Konto. Die Bank hat Angst, das Vermögen an nicht berechtigte Anspruchsteller auszuzahlen, sodass sie später nochmals auszahlen muss. Dieses Risiko will die Bank möglichst tief halten. Wie lange dauert es, bis das Erbe ausgezahlt wird? Das Schweizer Bankkonto bleibt gesperrt, bis sich alle Erben geeinigt haben. Daher ist es wichtig, dass sich alle Erben bei den Verhandlungen mit der Bank einig sind. Es ist die Aufgabe eines guten Anwalts, die Emotionen unter den Familienmitgliedern zu kühlen. Schweizer Banken haben kein Interesse an einer schnellen Abwicklung des Nachlasses. Sie wollen möglichst vermeiden, dass das Geld die Bank verlässt. Schweizer Banker wollen die Gelder so lange wie möglich verwalten dürfen, um weiterhin Geld zu verdienen. Sie wollen die Erben als ihre neuen Kunden gewinnen. Ihre Aufgabe ist es, Geld zu verdienen. Es kommt trotzdem oft vor, dass die Erben das Geld abziehen und sich neu orientieren. Vor allem junge Leute finden schnell eine neue Bank, zum Beispiel eine Bank, die stark im Online-Banking ist und geringe Gebühren berechnet. Junge Leute tun sich nicht schwer, eine neue Bank zu finden. Anleger im fortgeschrittenen Alter hingegen sind der Bank eher treu als jüngere Anleger. Mit Generalvollmacht Erbe aufteilen funktioniert nicht. Oft kommen Erbberechtigte mit Vollmacht oder Generalvollmacht daher. Sie irren sich und meinen, Vollmachten beschleunigen die Auszahlung. Meistens handelt es sich leider bei der Vollmacht um eine Schenkung von Todeswegen, nämlich eine Donatio Mortis Causa. Diese ist ungültig, da hier erhöhte Formerfordernisse erfüllt sein müssen. Es kommt bei der Erbengemeinschaft das Bankguthaben zur Auszahlung erst dann, wenn alle Erben persönlich von der Bank identifiziert worden sind. Erst wenn die Bank sicher ist, wer erbberechtigt ist und wer nicht, erst wenn alle Erben der Bank persönlich erschienen sind, geht sie über zur Prozedur Konto umschreiben nach Todesfall. Die Bank verlangt eine von allen Erben unterzeichnete Transferinstruktion. Es braucht keine Vollmacht und keine Generalvollmacht, wie viele Erben meinen.
Mit Generalvollmacht Erbe aufteilen funktioniert nicht. Es braucht einen Erbschein, um Konto auflösen zu können. Ja, es braucht zwingend einen deutschen Erbschein, um das Konto auflösen zu können. Im Erbschein sind alle gesetzlichen Erben aufgelistet. Der Erbschein wird am letzten Wohnsitz des Erblassers erlassen. Es existiert kein internationaler Erbschein. Erst basierend auf dem Erbschein erlangt die Bank die absolute Gewissheit, dass in Zukunft keine weiteren Erben auftauchen, die einen langjährigen Prozess auslösen können. Dieser Prozess ist bei den Juristen als Prätendentenstreit bekannt. Ein Prätendentenstreit liegt vor, wenn mehrere Anspruchsteller sich um das Erbe streiten. Einer der schlimmsten Fehler ist, Geld vom Konto eines Verstorbenen abheben. Man kann die Bank bitten, kleine Beträge vorzuschießen, zum Beispiel um Bestattungskosten zu zahlen. Das sollte man allerdings nur machen, wenn man todsicher ist, dass die Erbschaft nicht überschuldet ist. Hat man nämlich bereits Geld vom Nachlass bezogen, bedeutet dies Annahme der Erbschaft, und zwar selbst dann, wenn die Erbschaft überschuldet ist. Das heißt, Sie haben Schulden geerbt. Hat man einmal Geld bezogen, kann man eine überschuldete Erbschaft nicht mehr ausschlagen. Wer Geld vorbezieht, riskiert, Schulden zu erben. Das bedeutet Vorsicht. Wer seine Schweizer Bank als Freund behalten möchte, muss folgenden Fehler vermeiden. Es ist ein fataler Fehler, der Bank zu sagen, dass man das Geld dringend braucht, um beispielsweise sein Traumhaus zu kaufen. Tun Sie das nicht. Die Bank wird viel weniger kooperativ sein mit Ihnen. Sagen Sie der Bank, dass Sie momentan kein Geld brauchen. Lassen Sie die Bank im Glauben, dass Sie das geerbte Vermögen weiterhin bei der Bank belassen werden. Solange die Bank nicht alle Erben ordnungsgemäß identifiziert hat, bleibt das Konto blockiert. Sind die Erben identifiziert und haben eine Transferinstruktion unterzeichnet, dauert es nur wenige Tage, um ein Nachlasskonto umschreiben zu können und das Erbe auf die Konten der Erben zu verteilen. Viele begehen den Fehler, nicht nach den alten Bankkontodaten zu fragen. Viele Erben wissen nicht, dass nur eine Erbe allein das Recht hat, auf alle Bankkontoinformationen zuzugreifen, einschließlich der Kontohistorie mit allen Transaktionen des Erblassers. Es kommt häufig vor, dass Banken sich weigern, einem einzelnen Erben Auskunft zu erteilen. Das ist zwar nicht legal, wird aber von den Banken oft praktiziert. Ich gebe Ihnen wichtige Informationen zur Auskunftspflicht der Bank gegenüber Erben. Hier ist die Wahrheit über die Rechtslage. Jeder einzelne Erbe ist berechtigt, vollständige Akteneinsicht in die Kontounterlagen zu bekommen. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit Offshore-Erbschaftsgeldern rate ich Ihnen dringend, etwas Zeit zu investieren und die Geschichte des Bankkontos zu prüfen. Benutzen Sie die Auskunftspflicht der Bank gegenüber Erben. Insbesondere die Geschichte der getätigten Transaktionen kann die Existenz von unbekannten Konten enthüllen. Ich helfe Ihnen gerne beim Analysieren von alten Kontounterlagen. Da ich schon lange im Geschäft bin, kenne ich mich mit alten Daten von Banken, Treuhändern und Anwälten aus. Die Transaktionshistorie kann oft die Existenz zusätzlicher Offshore-Konten aufzeigen. Wir sind mit der Geschichte des Offshore-Banking bestens vertraut. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir die Vergangenheit des geerbten Kontos. Für nachrichtenlose Vermögenswerte gibt es einen Ombudsmann der Banken. Wenn Sie ein inaktives Konto, ein Dormant Bank Account oder ein geheimes Konto suchen, rufen Sie mich an. Ich werde für Sie ein Kontoausforschungsgesuch stellen. Informationen wie diese finden Sie nicht in Universitäten, nicht in Bibliotheken, nicht in Buchhandlungen und auch nicht im Internet. Wenn Sie meine Informationen nützlich finden, zeigen Sie es mir bitte. Bitte liken, teilen und abonnieren Sie jetzt meinen YouTube-Kanal und läuten Sie die Glocke. So verpassen Sie nie wieder ein neues Video. Wenn Sie schnell das Geld vom Konto eines Verstorbenen abheben und Zugang zur Erbschaft in der Schweiz wollen, dann schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich jetzt an. Wählen Sie diese Telefonnummer 00414421244. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.